Stadt-TV. Kulturell, interessant, wissenswert. Das Beste für Bad Hersfeld. Ja, also im Wesentlichen ist es so, dass wir versucht haben, Erlebnis zu machen. Das heißt, wir malen nicht nur irgendwas an, sondern wir erzählen kleine Geschichten. Also wie der Fisch, der hier oben die Fliege sich aussucht, die beiden, die verliebt sind und knutschen und andere Dinge, die also jetzt hier eine kleine Geschichte erzählen. Dann kommt diese Badewanne kommt auch in die Badestube, damit wir einen Bezug zur Badestube haben. So wird eine Gondel, wird zum Beispiel vom Reisebüro stehen. Und dann haben wir noch ein wildes Auto, das werden wir auch noch fertig machen, das wird dann vom Rathaus stehen. Und ja, es werden einige Dinge, das hier wird am Linkplatz stehen, da haben wir so einen gedeckten Tisch, da haben wir da drüben noch so eine Riesentorte und die ist aber derzeit in Restauration. Ja, und dann haben wir vom Klinikum ein Krankenbett, weil Frühlingserwachen ist einfach Erwachen im Bett, so. Und da habe ich mit dem Klinikum gesprochen und wenn am 6. April die Sachen fertig sind in der Innenstadt, dann steht das Ding auf jeden Fall vor dem Klinikum oben als Willkommensgruß für Gäste und Patienten. Herr Serfling, das Frühlingserwachen in Bad Hersfeld, Sie beteiligen sich auch daran. Wie sieht das für Sie aus? Was machen Sie? Wie zum Beispiel hier jetzt die Tassen, werden wir halt frühlingshaft mit Frühlingsblühen, Narzissen, Tulpen und Stiefmütterchen gestalten und bepflanzen. Dass es halt auch wirklich Frühlingserwachen ist und bunt und Frühling, dass es halt hochkommt und dass es halt überall übersprießt. Und dass es halt auch das Jahr wieder bunt und frisch anfängt. Und wo ist es jetzt überall, wo wird ausgestellt? Ja, also wir haben 20 Standorte in der gesamten Innenstadt. Und vom Linkplatz hoch bis zur Breitenstraße wird das Ganze dann durchgeführt. Was machen Sie noch so vom Deko-Team Jung? Ja, wir sind an sich ein ganz kreatives Völkchen. Wir machen bei solchen Sachen hier für Stadtmarketing arbeiten wir. Wir machen aber auch Veranstaltungen wie Geburtstage oder Jubiläen oder eben Großveranstaltungen, wo wir Bühnendekorationen machen oder ganze Incentive-Programme. Da sind wir uns für nichts zu schade.